Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Bioshock Infinite. Ja, im letzten Part haben wir endlich mal hier, ich habe keine Ahnung, was erreicht. Ich habe alles vollkommen vergessen, weil ich wieder mal eine Aufnahmepause gemacht habe. Ich habe ja im letzten Aufnahmetag, glaube ich, 4 oder 5 Parts aufgenommen. Von daher, ich musste mir mal eine Auszeit nehmen. Daher bin ich hier etwas gerade unschlüssig, was ich genau hier machen muss. Wir sind, glaube ich, gerade dabei, Schock-Jockey zu finden. Bitte Was ist woanders das hinziehen. denn? Ist in Ordnung, Elisabeth. Entschuldige. Gut, aber ich denke mal, wir werden uns erstmal. Ah, den Lockpick hier nehmen. Und die Toiletten hier untersuchen. Hallo, mein Freund. Moment. Aha. Vielen Dank. Das Geld nehme ich gerne an mich. Hier, gut aufheben. Vielen Dank, Elisabeth. Wie auch immer, dieser unpassende Anfang von mir, der relativ unprofessionell war, was auch immer, nicht mein Problem, euer Problem eher gesagt. Wenn ihr damit nicht klarkommt, dann seid ihr hier falsch. Obwohl ich eigentlich relativ professionell versuche rüberzukommen. Die Toilette, sehr interessant. Inspizieren wir mal gerade die Waschbecken. Scheint zu funktionieren. Okay, in Ordnung. Hier befindet sich nichts weiteres. Munition, die brauche ich aber nicht. Ich rede mal wie am laufenden Band. Das interessiert mich aber auch nicht. Vielen Dank. Das Geld nehme ich gerne an mich. Hier ist auch niemand mehr. Hallo? Nein? Hallo? Think Industries. Die scheinen hinter diesem Schock-Jockey-Produkt zu stecken. Schock-Jockey, Die sollten Fink. sich was schämen. Wieso sollten Sie sich schämen, bitte? Das ist doch eine klasse Erfindung. Also wirklich, Blitze aus der Hand abfeuern. Wie kann man denn nicht auf diese Idee kommen? Kann ich die nachladen? Tatsache. Toilette, 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 alles leer, oder wie? Ich habe ein Lockpick gefunden. Oh, vielen Dank. Ein Lockpick, den nehme ich gerne an mich. So, die Krähen haben wir immer noch ausgewählt. Das ist sehr gut. Ich mag die Krähen, die Killerkrähen. Sehr stark. Und da befinden sich weitere Salze. Die brauche ich auch momentan nicht. Der Mülleimer ist leer. Lockpick kann ich gleich verwenden. Elisabeth, mach mal bitte die Tür Ist auf. es auf, Elisabeth? Vielen Dank. Sieht einfach aus. Sieht einfach aus, für mich aber nicht. Und es leckt mal wieder. Geschafft. Vielen Dank, Elisabeth. Oh, da sind Salze, die brauche ich aber auch gerade nicht. Der Leck ist gerade. Bäh, der Leck. Oh. Ja. Mal wieder sehr gutes Aiming von mir. Wenn man einfach mal drauf fällt, dann funktioniert die Sache auch wunderbar. Lockpicks, 5 Stück. Mach mal Kriegst du bitte das auf. geknackt? Einer muss Schmiere stehen. Ist in Ordnung, mach ich. Bitte sehr. Wow, das ging schnell. 250 Silver Eagles. Die nehme ich gerne an mich. Erneut. Mehr ist hier nicht vorhanden und draußen ist es neblig. Das ist irgendwie verwunderlich. Wir sind doch ziemlich weit oberhalb der Wolkendecke. Von daher ist das eigentlich an sich nicht möglich. Wie auch immer, die Logik im Videospiel ist brachial gut. Nicht. Munition. Aha. Die Ausrüstung Spezial. Genau. Neu. Hemd. Kugelsägen. Erhöht die Magazingröße aller Waffen um 50%. Was? Anlegen. Na, das soll doch. Moment. Ich glaube, das ist interessant. Holy. Das habe ich. Vielen Dank, Elisabeth. Ich war 40 Jahre lang Soldat. Und jedes heidnische Land, in dem ich war, hat seitdem weniger Einwohner. Ich habe nie einen bestimmten Gegner gehasst. Bis jetzt, Comstock. Er stellt meine Kämpfe als Mummenschanz dar und geriert sich selbst als strahlender Held. Ich habe ihn damit konfrontiert und er degradierte mich. Dieser Mann hat niemals die brutale Fratze des Krieges gesehen. Bis jetzt. Die gemeine Fratze des Krieges. Ja, Comstock. Ein Bösewicht anscheinend hier. Jedenfalls für den Guten. Ich habe keine Ahnung. Ich habe den Namen nicht gelesen. War mir relativ egal gerade. Kugelsicheres Gras für eine. Wie soll ich sagen? Schaufensterpuppe. Ha ha ha. Interessant. Warum leckt das so ekelhaft bei mir gerade? Ich verstehe es nicht. Moment. Jetzt nicht mehr. Seltsame Sache. Nimm Bronken der Bronco.
Ja, okay, gut. Eine neue Fähigkeit für uns. Ganz umsonst. Die kennen wir ja schon bereits. Bronco der Bronco. Oh, Bocket der Bronco. Weiß gar nicht, was ich genau kenne. Ach so, genau. Press to launch your enemies into the air. Hold and release to create an eruptive trap. Naja, es war nicht meine Lieblingsfähigkeit, sagen wir so. Salzevoll. Gut, hier befindet sich weiter nichts mehr. Sieht irgendwie gefährlich aus. Moment, Leute, ich werde es einfach mal. Moment. Okay, ich habe keine Salze mehr. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig für mich. Ich wollte nämlich eigentlich gerade was ausprobieren, aber die Salze nehme ich gerne an mich. Genau das wollte ich ausprobieren. Feuerkrähen. Da drüben eine Krähe. Wo? Ah, das meinst du. Nimm das, mein. Geh weg von mir. Okay, ich sollte mal in Deckung gehen. Interessanter Kampf auf jeden Fall. Elisabeth, du solltest mal. Die Krähen helfen ja wirklich gut aus. Moment. Die nehme ich mal auseinander. Die stört mich gewaltig. Okay, wenn ich so drüber nachdenke, diese Risse können schon nützlich sein, wenn es wieder mal eng wird. Naja, es muss aber ein Riss da sein, damit ich ihn nutzen kann. Ich kann die nicht einfach machen. Das ist das ganz große Problem bei Elisabeth. Du bist so unnütz, Elisabeth. Also wirklich. Oh, da haben sich die Gegner ganz schön Luft ausgelöst. Euer gesagten Nester. Aber das soll mich nicht weiter stören. Gut, die Waffen haben wir alle eingesammelt. Die Salze nehme ich auch gerne mit. Die Kisten kann ich nicht öffnen. Wer ist das? Slate? Den Burschen kenne ich. Slate. Scheint sich immer noch gern Feinde zu machen. Wer macht das nicht gerne? Wir machen ja genau das Gleiche. Oh, die haben sich aber wirklich weit verbreitet. Da befindet sich nichts mehr. Ah, ich habe volle Munition für die Shot. Für die. Der Gondelverkehr zu Hall of Heroes wurde eingestellt. Anscheinend wegen der Sache mit diesem Mann, diesem Slate. Ah. Ich schätze, wir können diese Skylines nehmen. Wir müssen nur diese Ladung da wegkriegen. Ganz ehrlich, Leute, ich weiß, was auf mich hier zukommt, aber bin gerade etwas vorsichtig hier. 900 Silberigels haben wir mal wieder. Mir ist mal wieder das Wort entfallen. Ah, Lockpick. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich hier irgendwas vergessen habe. Moment. Das nehme ich gerne an mich. Wir erhielten einen Tipp, dass im Fellow Traveler geschmuggelte Waffen versteckt werden. Wir haben nichts gefunden, aber komisch. Zu den Budendielen stießen wir auf ein paar alte Uniformen aus dem Krieg. Wir rätselten, wie die dorthin kamen, aber... Wer ist da? Sind Sie Slate, ja? Sir! Die Waffen weg! Ah! Hast du das gehört, Comstock? Das war das Geräusch, das du nie gehört hast. So klingt es, wenn ein Soldat stirbt. Komm zur Hall of Heroes. Beweise, dass ich lüge. Slate möchte anscheinend gegen den Propheten ein 1 gegen 1 Duell ausführen. Keine Ahnung was. Hey. Da, eine Chiffre. Eine Geheimbotschaft der Vox Populi. Aha. Du bist doch die Obercode-Knackerin, was heißt das? Keine Ahnung. Hier müsste irgendwo ein Codebuch sein. Elisabeth kann Chiffren entschlüsseln, die geheime Vox Populi verbergen. Finde die Chiffren und das dazugehörige Codebuch. Codebuch. Meine Lesekünste sind mal wieder genial. Ich weiß, ich bin toll. Aha. Ich bin mir gerade unsicher, wo sich dieses Codebuch nochmal befunden hat. Aber ich glaube, es war im Haus gegenüber. Und ich glaube, jetzt kommen ein paar Feinde, nicht wahr? Oder auch nicht. Gut, man kann sich auch mal irren. Ich glaube, es war wirklich im anderen Haus.
Oh, Schlaukopf und Schwachkopf, genau. Nicht Dummkopf. Ich wollte gerade Dummkopf zuerst sagen, aber dann habe ich mir gedacht, das ist sowieso falsch als ich. Munition. Brauche ich alles nicht. Die Rahmen sind immer noch hier vorhanden. Das ist schon mal genial an sich. Moment, da kann ich glaube ich auch hoch. Genau. Wow, die haben sich hier wirklich extrem weit ausgebreitet. Diese Bögel. Die Raben. Nehme ich gerne an mich. Besuchen Sie nicht bei der Hall of Heroes. Aber er schuf nur einen Cornelius Slate. Mein Vater folgte ihm den San Juan Hill hinauf, durch die Gesandtschaften in Peking und, wie er sich ausdrückte, sogar durch die Hölle, wenn der Befehl dazu erging. Heute beim Appell fragte Slate mich, ob ich Sergeant Monroes Tochter sei. Ich sagte, ja, Sir, die bin ich. Und Slate sagte, dein Vater wollte immer einen Sohn. Ich hoffe, der Dummkopf weiß, wie viel Glück er hatte. Das ist natürlich auch sehr dreist, muss man sagen. Ja, dein Vater wollte eigentlich einen Sohn haben und keine Tochter. Natürlich sehr klasse. Sehr höflich. Man sieht schon, Slate ist ein Frauenversteher. Ja? Hm? Siehst du? Moment, da liegt doch irgendwas, oder? Genau. Ich hab hier was. Das hier ist das Codebuch. Vielen Dank. Und jetzt? Ja? Gut, Elisabeth. Anscheinend bringt mir das hier mal nichts. Nein, auch nichts. Gut. Da, mein Turm. Ist nur fair, wenn die mir einen Anteil am Profit überlassen, oder? Das wäre es wohl. Wie auch immer, knack mal bitte für mich das hier, das Schloss hier, danke. Bitte. Ich hasse diese Automaten, wie sonst was. Interessant, alles meins, alles meins. Ah, den wollte ich so... Hier, für die Kasse. Vielen Dank. Na also. Wie lange nehme ich schon auf? 13 Minuten beinahe. Wow, Raketenwerfermunition. Das nehme ich auch gerne an mich. Hemd, Scharfrichter. 60%ige Chance auf kritische Nahkampftreffer gegen taumelnde Gegner. Aufnehmen bei Treffer 25% mehr Schaden. Naja, kann ich mitnehmen, aber lege ich nicht an. Eine Menge Geld. Jetzt ist die Frage... Genau, das war ja noch im anderen Gebäude. Das Fox Populi-Versteck. Entschuldigt Leute, ich bin ein bisschen verpeilt. Aber das kann selbst dem Besten mal passieren. Ja, ich bezeichne mich selbst als den Besten. Hallo meine Freunde, seid ihr am Leben? Irgendjemand? So. Hier drüben. Ja. Scheint nicht schwer zu sein. Hut ab für die Vox. Ah, hier muss es mehr geben, als man auf den ersten Blick sieht. Ganz genau. Guter Tipp, der Hut. Allerdings. Ja, der ist wirklich ein äußerst guter Tipp an sich. Und man sieht hier, ja, das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich das überhaupt noch gemacht habe. Die Substanz. Die Verbesserungssubstanz. Und zwar wieder Schild. Ich fühle mich schon besser. Das glaube ich dir, Puka. Das glaube ich dir. So, jetzt können wir die an sich nehmen. Moment. Raketenwerfer ist an sich sehr effektiv, aber... Naja, ich bevorzuge dann noch lieber die anderen Waffen. Daisy Fitzroy. Ich habe von ihr gelesen. In den Büchern steht, sie will Columbia vom Himmel zerren. Jeder hat einen Traum. Ich will nicht Teil ihrer Kultur sein, ihrer Politik, ihres Volkes. Die Sonne geht unter für ihre Welt. Und bald schon werden sie im Dunkeln stehen. Ich will jetzt noch die paar Silver Eagles hier haben, aber ich bekomme anscheinend nicht alle. Ärgerlich. Ärgerlich. Gut, aber dann gehen wir einfach mal weiter. Wir haben hier, glaube ich, alles soweit.
Oder sehe ich das etwa falsch? Aha, ein paar Schrotflinten noch. Nein, die möchte ich nicht haben. Das möchte ich auch nicht haben. Das nehme ich wiederum gerne mit. Wer hat schon Zeit für all den Papierkram? Ja. Das ist mir alles schon bereits. Ja, wir haben hier alles. Gut, dann können wir eigentlich weitergehen. Oh, gut. Das habe ich ja übersehen anscheinend. Den ganz großen Kasten hier. Aber soweit haben wir eigentlich alles erledigt. Ja, das passt schon mal. Vielen Dank, meine Freunde, für nichts. Wo sind denn die Leute? War das wirklich alles? Ist das euer Ernst? Aha, die leben anscheinend wieder. Wiederbelebungskunst. Interessant. Keine Ahnung, wie das machen. Könnt ihr mir das beibringen, Jungs? Anscheinend nicht. Soweit haben wir, glaube ich, hier alles erledigt. Das heißt, wir könnten uns eigentlich mal uns Richtung, keine Ahnung was, begeben. Total, keine Ahnung von diesem Spiel. Hahaha. Ich habe es ja nur dreimal durchgespielt. Auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung mehr. Ist auch schon etwas länger her. Oh, Schrotflintenmunition. Perfekt. Gut, hier befindet sich nichts mehr. Das heißt, wir werden jetzt diesen Hebel hier umlegen. Das wird absolut fantastisch. Du freust dich, ich war schon kleiner. Du machst den Meister, was? Eindeutig. Denkst du, dein gutes Auge könnte vielleicht ein bisschen Munition erspähen? Könnte ich gut gebrauchen, falls es Ärger gibt. Da muss ich rumsuchen, aber ich tue mein Bestes. Ich bin gerade schon mal überlegen, ob irgendwas noch kommt. Ich glaube aber nicht. Das heißt, wir gehen jetzt mal. Die Strecke ist frei. Das habe ich bereits jetzt bemerkt. Ich bin nur gerade unsicher, ob noch jemand kommt von hinten. Anscheinend nicht. Gut, dann gehen wir los. Und es leckt. Es leckt wie sonst was. Hier befindet sich noch kein Mensch. Das heißt, wir... Ja, Elisabeth, du sollst noch ein bisschen üben. Wir gehen weiter. Wir nehmen die Salze hier mit, ganz klar. Das... Der Mülleimer ist leer. Obwohl, da waren 20 Dollar, glaube ich, drin. Bin mir unsicher, ob es 20 Dollar waren. Aber was macht das schon aus? Das sieht schon sehr, sehr freundlich aus. Gefällt mir. Unheimlich. Oh, mein Freund, wie geht's dir denn heute so? Hast du mal wieder ein bisschen über den Durst getrunken? Ich hab keine Ahnung, welche solche Sprichworte gehen. Aha. Aha. Slate. Veteranen! Ihr habt euer Herzblut für Columbia vergossen. Habt Gliedmaßen und Organe im gottlosen Orient verloren. Comstock hat nichts getan. Und doch, seht nach oben. Wessen Haupt schwebt selbst jetzt über euch? Eine Beleidigung, wie man es auch betrachtet. Wenn der Prophet unsere Vergangenheit in eine grell geschminkte Hure verwandelt, welche neuen Vergewaltigungen bringt uns dann die Zukunft? Ich sage, stehen wir auf und füllen diese Halle mit wahren Helden. Ganz genau, Slade. Gut gemacht. Gut gesagt. Wir stehen jetzt alle mal auf, Leute. Wir stehen jetzt alle mal auf. Nein, natürlich nicht. Wie auch immer, ich denke mal, ich mache hier einen Cut, bevor ich da hochgehe und wieder eine Schießerei losgeht. Ich möchte nicht unbedingt so einen Cut, in solchen Schießereien einsetzen. Das ist irgendwie ein bisschen... Das stört die Atmosphäre nach meiner Meinung. Wie auch immer. Damit, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, see you, Leute.